Die Andreasinsel liegt ungefähr 2 Kilometer von der Altstadt von Gallipoli. Von der Altstadt sieht man die Insel von fast überall. Das macht das Panorama der Altstadtinsel so reizvoll. Die Insel hat eine Fläche von 50 Hektare und liegt 2 Meter über der Meerspiegel. Sie ist das Herz des regionalen Naturparks Andreasinsel und Punta Pizzo-Küste. Die besonderen Umweltbedingungen, wie zum Beispiel der erhöhte Salzgehalt und die geringe Bodenfeuchtigkeit, die die Wüstenbildung verursacht, beeinflussen den Lebensraum der Insel. Auf der Insel steht der 1866 gebaute Leuchtturm. Er wurde kürzlich restauriert und er sticht schneeweiß getüchtet aus der gesamten Landschaft hervor. Auf der Andreasinsel leben verschiedene Vogelarten, unter denen die Korallenmöwe besonders bemerkenswert ist. Es handelt sich um eine Möwenart, die auf den Mittelmeerraum beschränkt und in Italien sehr selten ist. Der Regionalpark zeigt seine Schönheit entlang die Küste von Gallipoli in der Nähe der Strände Lido Pizzo und Lifoggi. Hier wird die Sand- und Küstenumwelt feucht und sumpfig. Was man findet, ist eine einzigartige Landschaft von Farben und Düften der sogenannten Macchia Mediterranea. Die alten Küstentürme machen die sandigen Küsten von Gallipoli noch atemberaubender. Einige von diesen Türmen wurden kürzlich wieder aufgewertet und restauriert und sind der Öffentlichkeit zugänglich. Unter diesen ist beispielsweise der Turm von San Giovanni, der sich am gleichnamigen Strand befindet. Heute ist er Sitz eines wissenschaftlichen Zentrums für Meeresbiologie. Es scheint, als ob er ruhig den Horizont überwacht. Sein imponierendes Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert ragt aufs hellblaue Ionische Meer, als ob er die Schönheit der Landschaft von Gallipoli bewundert.